Hallo, ich mache ein nächstes Video über die aktuellen Ereignisse, damit jeder weiß, womit er zu rechnen hat. Man kann sich ja überlegen, ob man noch das Video weiterschaut, nachdem ich erstmal über die Energiesteigerungen reden will. Also was ich da vor Augen habe, ist natürlich in erster Linie die Herrlichkeit, die das mit sich bringt. Die verschiedenen Eindrücke in den letzten Tagen haben davon gekündet, dass das ein sehr faszinierendes Abenteuer wird, diese neue Ebene zu erleben. Doch wir sehen mit dem aktuellen Ereignis, also ich sehe darin zumindest ein Zeichen für das, was demnächst noch auf anderen Ebenen passieren wird. Es sind ja grobstoffliche Formen des Zusammenbruches zu erkennen. Die Welt bricht hier vor diesem Ereignis offensichtlich zusammen. Die ganzen Reaktionen der Sanktionen in Richtung Russland kann man auch deuten als Sandsäcke, die einer Flut, einem Dammbruch entgegengestellt werden. Und Putin hat dasselbe getan. Er ist unterwegs in einer Manier, wo er alles, was er aufbieten kann, in diese Richtung lenkt. Ja, dieser Versuch, sich jetzt da einen geostrategischen Vorteil zu geben und das reiche Gebiet der Ostukraine zu beanspruchen, weil dort sind die Industriestandorte, das ist so wie das Ruhrgebiet. Und der Westen der Ukraine ist ein agrardominiertes Land. So hat er da also schon seine Gründe, aber es ist vor allem, dass er genauso den Eindruck liefert, starke Aktivitäten an den Tag zu legen, um irgendeinen Dammbruch jetzt sich da entgegenzustellen. Für ihn war der Dammbruch, dass die Ukraine immer mehr proeuropäisch wurde. Diese heutigen Ereignisse sind eigentlich zurückzudatieren auf Euromaidan. Ich weiß jetzt nicht, welches Jahr das war. Ich glaube 2008 oder ich weiß es nicht. Müsste man nochmal ergründen. Aber die Separatistengebiete wurden ab 2014 erhoben. Und das war eine direkte Folge der ursprünglichen Konfrontation zwischen Ost und West. Und der Putin hat sich das schon damals in den Kopf gesetzt. Und jetzt wird es ausagiert. Doch er hat nicht nur jede Menge Aktivität in diese Richtung, in dieser Zeit der neuen Saturn-Pluto-Zyklus stellen wollen. Er hat nicht nur sehr viel Aktivität in diesem neuen Saturn-Pluto-Zyklus in diese Richtung gelenkt, sondern er scheitert genauso wie die Welt scheitert. Die Welt wird scheitern mit den Sanktionen, weil sie sich selber genauso ein Bein stellen wird. Man wird wahrscheinlich noch später davon reden, dass das zu scharf war anscheinend. Da sieht man dran, dass die Welt die Kontrolle verloren hat und schockiert ist, und in dem Schock werden übereilte Maßnahmen ergriffen. Es ist ja nun auch die Pandemie praktisch dasselbe gewesen, aber gut. Diese Ereignisse werden ja jetzt noch weitergeführt. Es scheint wirklich jetzt das, was die Engel mir mit der Bankenkrise vor Augen führten, dass zwischen Februar und April etwas wegfällt, unmittelbar mit diesem Krieg zu tun zu haben, mit diesen Sanktionen, dass diese Sanktionen auch die europäischen und US-Banken hart treffen werden. Das ist jetzt schon logisch, das kann man erkennen. Ich glaube, da braucht man nur eins und eins zusammenzählen. Ja, und die Engel sagen mir übrigens zu dem Herrn Putin, dass er nicht mehr bei Sinnen ist, wirklich in dem Sinne. Also wortwörtlich. Er geht von Dingen aus, die es gar nicht gibt. Er hat sich hier eingeredet, das war eine Struktur praktisch, ein Bauteil, ein Puzzlestück, das einfach unverrückbar war, dass der Westen sich nicht selber schädigen würde mit so einer Maßnahme wie dem SWIFT-Ausschluss. Das Dogma hat er aufgestellt. Es ist auch zerbrochen. Hier brechen auch Illusionen anscheinend weg. Und die Illusionen sind ja nun selbst verschuldet.
Die Welt wird das ja auch auf anderen Ebenen, auf anderen Ebenen auch noch erleben. Also jetzt für uns, die wir spirituell sind, geht es natürlich in erster Linie um die neuen Energien und die vielfältigen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und es ist auf der anderen Seite diese Welt noch herausfordernd und ich glaube vor allem deswegen, weil wir in der Wahrnehmungsfähigkeit alles sehr viel intensiver wahrnehmen und wir sehen diese ganzen Energien in einer Form, die manchmal unerträglich sein kann. Das ist meine Ansicht und ich glaube, es wäre auch zu erwähnen, ein Video von Nadja Berger, die gesagt hat, dass die Energien ab Mai noch heftig werden. Wisst ihr, was ich bei Nadja Berger immer im Hintergrund sehe? Sie hat offensichtlich sehr viele Klienten und sie nimmt das quasi mit, was sie in deren Zukunft sieht, nämlich, dass es, sagen wir, nicht wenige gibt, die da noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, diese neuen Energien anscheinend mit der alten Welt noch in Verbindung zu bringen. Dass man das eine wie das andere hat und man fühlt sich manchmal ganz elendig angesichts dieser dunklen Energien und der Geschehnisse und der Aussichtslosigkeit und dieses Vergessen der Menschen auch in der Zukunft, wenn die Bankenkrise kommt und Hunger und ich weiß nicht, was alles passieren wird ja in den nächsten Jahren. Und wenn man dann so darauf blickt, wird man sehr ergriffen, denke ich. Ich weiß jetzt nicht, ich kann kein Rezept aufstellen, aber für mich, ich meine, ich bin jemand, der hat Pluto-Beteiligung im Horoskop. Ne? Das heißt, solche Menschen, die sind schon lange geübt, irgendwie auch mit den schwierigen Dingen des Lebens einen Umgang zu finden. Das ist vielleicht ja dann auch für diese Leute wichtig, solche Videos zu sehen. Übrigens, weil das doch eher taugt der Integration. Ja, ich will darauf hinaus, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich es sehr stark auf uns wirkt, weil einfach sehr viel mitschwingt, dass wir gar nicht vermeiden können, dass wir es wahrnehmen, wenn wir entsprechende Bilder sehen. Und das könnte uns zu schaffen machen, dass wir dem Schrecken gegenüber sind, ja. Und ich will das nur andeuten. Es wird sicherlich noch Gelegenheiten geben, das zu vertiefen. Und es kann sein, dass wir öfter eben auch uns entscheiden müssen, ob wir uns auf diese Dinge noch einlassen. Ich weiß das noch nicht, wie ich in 3 Monaten Videos mache. Ja, ich glaube, es wird sehr viel um diese richtige Haltung gehen. Ja, richtig im Sinne von, das muss funktionieren. Ja, es ist eine gewisse Herausforderung, den Schrecken zur Kenntnis zu nehmen und mehr nicht. Versteht ihr? Also, ich versuche zu beschreiben, wie ich mit sowas umgehe und wie ich glaube, dass es den Umgang in den nächsten Jahren ermöglicht. Man wird nicht drum herum kommen, den Schrecken zu sehen. Und ich sage für mich, ich nehme ihn zur Kenntnis und lasse mich nicht fallen. Es ist, sagen wir, ein Stück Resilienz, die sich mit der Zeit ergibt. Nun habe ich wirklich, wie gesagt, so eine Pluto-Betonung im Horoskop, ja, und dann ist man eigentlich wahrscheinlich, nehme ich mal an, ein bisschen geübt darin. Und zum Beispiel hatte ich mich jahrelang mit dem Dritten Reich beschäftigt, mit diesen erschreckenden Dingen, die es da gab, den Holocaust. Ich habe das nicht gemacht, weil mich das faszinierte. Es widert mich an. Aber eben darum wollte ich das ergründen. Ich war nicht fasziniert, ja, aber es lockte mich, es zu ergründen, es zu erforschen, es zu ertasten. Das ist typisch für Pluto, Skorpion und so weiter. Ich will darauf hinaus, manche Leute können nicht anders, als eben diesen Weg zu gehen. Und möglicherweise ist das nicht jedermanns Sache. Jetzt kann ich das Video auch mal enden lassen und die Dinge zu Ende bringen, die ich noch zu erwähnen habe. Die Engel hatten im letzten Video gesagt, dass es Raketenangriffe auf Wohngebiete geben wird. Und zwar
neben einem Industriegebiet. Ja, so war der Wortlaut. Ich selber habe die Ukraine seit einiger Zeit vor Augen in einer bestimmten Landkarte, wo die Industriegebiete ganz klar zu erkennen sind, die nämlich im Osten der Ukraine liegen. Das ist sehr schwer, es wieder zu finden. Ich habe es vorhin schon versucht zu finden. Also jedenfalls das, was der Putin da beanspruchen will, das ist auch, da gibt es höhere Löhne, da ist alles eigentlich sehr kostbar, sagen wir es mal so, für ihn. Und der Rest der Ukraine, das ist eben Agrarland, Agrarwirtschaft. Und die Aussage der Engel war, neben dem Industriegebiet und Charkiw liegt da oben an der Ecke. Und dort flogen jetzt wirklich mehrere Raketen ein. Und das war eben eine Streubombe. Sehr verheerend. Und es ist jetzt kein Industriegebiet hier nebenan, sondern die Stadt deutet auf dieses Industriegebiet hin. Ja. Man muss die Engel manchmal oder diese Symbole auch in dieser Weise verstehen. Und das ist jetzt auch nur nebenbei, ich will da gar keine so große Sache raus machen. Die Ukrainer, die haben jetzt Folgendes zu erwarten. Den Sturm auf Kiew, ja, also die Friedensverhandlungen, ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell jetzt darum steht, die werden natürlich unannehmbar für Ukraine und der Eskalationsplan von Putin war seit Anfang an, wenn diese Friedensverhandlungen scheitern, werden mehr Anstrengungen unternommen, militärisch gesehen. Und ich habe das von den Engeln, dass da die Russen jetzt auch wieder einen weiteren Fehler machen. Und sie werden in dieser Nacht sehr viele Soldaten verlieren. Anscheinend rücken sie jetzt aufgrund der Eskalationsstufe, die Putin vorhat, nach den gescheiterten Friedensverhandlungen, sehr stark vor. Und sie wissen dann nicht mehr, so die Engel, ob sie schon so weit im Feindesland sind, dass sie von hinten den Feind erwarten müssen. Und der kommt dann von hinten und das wird sehr, sehr tragisch enden für diese russischen Soldaten. Und überhaupt haben mir die Engel gesagt, ich habe Schwierigkeiten, jetzt die Zahl genau zu verstehen. Ein Drittel, ein Viertel der Soldaten, die der Putin da einsetzt, das sind ja an die 180.000, ein Drittel würde bedeuten 60.000, ein Viertel, ja, ich weiß es jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so ein guter Rechner. 25.000, ich weiß es nicht. Die Opferzahl wird also verheerend sein. Und trotzdem wird die Welt jetzt eher mit der hieraus entstehenden Bankenkrise, anscheinend entsteht die hieraus, mehr damit zu tun haben. Und für Russland, das sieht man den Putin auch an in den aktuellen Bildern, das ist, als er die Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt hat, ich glaube, das war gestern. Man sieht ihm an, dass er desillusioniert wurde. Die Engel haben mir gesagt, er lebte von Anfang an in einer Vorstellungswelt. Das sind sehr viele Machthaber so unterwegs, die dann auch einen Fehler machen. Er hat ja in vergangenen Inkarnationen ähnliche Fehler gemacht, sich übernommen, zum Beispiel als Hitler Russland angegriffen. Das war dann auch der eigene Untergang. Er reißt dabei natürlich auch die Welt immer mit in den Abgrund. Als Napoleon hat er es nicht geschafft, weil die Engel die Französische Revolution davor inszeniert haben. Das hat die Lage da sehr stark verändert, sodass er keinen Erfolg hatte, eine größere Armee zusammenzustellen. Und als Putin wird er jetzt die Welt auch in den Abgrund reißen, aber es ist kein Krieg, der diesen Abgrund jetzt bedeutet, sondern es ist die finanzielle Katastrophe.
Natürlich hat die Welt das jetzt selber gemacht eigentlich, ja. Und das wird, haben die Engel angedeutet, auch später noch eine gewisse Rolle spielen, dass man das hier vielleicht übertrieben hat mit den Sanktionen. Was Russland angeht, er sieht das jetzt schon. Er ist enttäuscht. Er hat sich eingebildet, als Dogma aufgestellt, dass die Europäer und der Westen sich nicht selber schädigen würden mit so einer Maßnahme wie den SWIFT-Ausschluss. Das ist für ihn geplatzt. Dass er in der Ukraine so viele Soldaten verliert, da wurde er auch kreidebleich. Der ist noch immer ziemlich entsetzt. Ich habe ein Militär sprechen hören. Da ging es um das Atomkraftwerk, das sie da erobert haben. Man muss nichts davon befürchten, dass er die Dinger jetzt hochjagt oder so. Aber es kann sein, dass er, das haben mir die Engel gesagt, also es so anstellt, dass die Ukraine für den Rest des Krieges keinen Strom mehr haben wird. Ja, oder große Flächen der Ukraine werden keinen Strom mehr haben für die Zeit des Krieges. Der Krieg soll ja anscheinend wirklich nur noch wenige Tage dauern. Eine gute Woche, sagen die Engel. Man sollte bei den Zeitangaben hin und wieder auch berücksichtigen, dass sie ungenau sind. Die Raketeneinschläge in das Wohngebiet, die waren jetzt sehr akkurat. Die Hinweise darauf. Und ja, er will, wie im letzten Video gesagt, die Kämpfe in das Wohngebiet führen, um dort einfach eine Spur der Verwüstung zu hinterlassen. Das soll in die Erinnerung der Ukraine geschrieben werden. Und es ist natürlich auch so eine Art Finger für die anderen Nationen. Passt auf, eine Druckkulisse sozusagen. Euch passiert das, wenn ihr zu proeuropäisch werdet. Und ich habe diese Ostseparatistengebiete vor Augen gehabt, die Energie dort, ja, das erinnert sehr stark an DDR, an Mafia, Schutzmafia. Ja. Wenn du dich unter dem Schutz der Russen stellst, dann wird dir nichts passieren. Überall sonst fliegen die Bomben. Das ist auch Teil der Energie, die ich da spüre. Und naja, es ist aber doch wahrscheinlich Russen. Ich meine, die russischen Gebiete werden doch anscheinend, werden doch sicherlich die Spur von Putin auch tragen. Also er ist der Diktator und jetzt legt er richtig los. Diese Separatistengebiete entstehen in einer Zeit, wo er nicht mehr bei Sinnen ist. Ja, die Realität ist jetzt sehr weit weg und das merkt er auch. Er scheitert daran und er ist mit diesem Krieg wirklich gescheitert. Und ja, ich habe ja schon erwähnt, dass es da in Russland dann auch, also das ist jetzt schon zu merken, Proteste gibt ja und Widerstand, viele Leute äußern sich. Das wird dort auch nicht gut enden. Also ich meine, der Putin wird das jetzt nicht als Anlass nehmen, irgendwas zu ändern an seinem Kurs. Er wird jetzt seine Mentalität zum Ausdruck bringen, dass er sich keine Kritik erlaubt. Er ist auch wie Hitler seinerzeit in einer Art Bunker. Ich habe das gehört aus den Nachrichten. Es dürfen nur noch in seiner Nähe Leute, die seiner Meinung entsprechen und ihm folgen. Da gibt es keinen Widerspruch mehr. Das ist also unser Freund Putin, der jetzt wirklich die Welt einmal stark erschreckt. Und es soll nochmal betont werden, dass er mit diesem Krieg noch nicht zu Ende ist mit dem Westen. Der Krieg wird weitergeführt, aber eher auf der Handelsebene. Ich habe noch eine Aussage, er will auch versuchen, Atomzeug in die Hände von Terroristen oder so zu überführen, aber die entsprechenden Stellen werden das entdecken. Also da braucht man keine Angst vor zu haben. Die entsprechenden Stellen soll sagen Zoll und so weiter. Die, die da hinterher sind. Wann soll das geschehen? Unmittelbar nach diesem Krieg, weil er das jetzt ja, beginnt. Ja, diese Konfrontation mit dem Westen hat sich ihm eingeschrieben. Er hat sich selber die Realität auch immer wieder vor Augen geführt. Und jetzt mit diesen Ereignissen wird er von dem Kurs nicht abrücken. Der ist eigentlich in meinen Worten wahnsinnig geworden. Aber er wird, das ist ja jetzt kontrolliert auch, ja, also die Engel und Außerirdischen
werden diesen Punkt nicht zulassen. Also da ist wirklich eine Blockade errichtet auch. Er wird keinen Weltkrieg jetzt entfachen. Es ist ja praktisch die Vernichtung seiner ganzen großrussischen Träume. Das haben sie ihm auch genährt durch die positive Stimulation, sagen wir es mal, dass er so ein bisschen Liebe gegenüber Russland empfindet, wenn ich das mir erlauben darf zu sagen. Es ist natürlich alles ideell. Aber wir können auf jeden Fall auch ablesen von diesen Ereignissen, was hier in der Welt passiert. Alles ist symptomatisch. Es trägt praktisch ein Zeichen in sich, was die Dinge beinhalten. Was wir jetzt noch daraus erwarten können, ist kein Krieg mehr so in dem Sinne, sondern ein Zusammenbruch der Finanzmärkte. Das wird die Leute wahrlich erschüttern. Ja, das ist das Schlimmste, was wir vor Augen haben. Es ist ja, also für mich ist das jetzt nicht so schlimm, weil wir kennen den Aufstieg, wir kennen, dass es auch immer noch weitergeht mit dem Leben, bla bla, in einer höheren Dimension, bla bla. Aber für die Leute wird das ein erschreckendes werden, ja, dass sie den Schrecken da gegenüber sind, dass da etwas zusammenbricht und man hat keine Aussichten. Genau das, keine Aussichten zu haben, ist auch im Moment bei dieser Krise zu spüren. Man spürt diese Energie, wo soll das noch hinführen und so weiter. Immer wieder diese Frage, wo soll das noch hinführen? Und das ist auch typisch für die nächsten Jahre. Und deswegen ist es ja auch wichtig, sagen wir mal, dass man von den Engeln Vertrauen aufbaut, dass die Prognosen eine gewisse Art von Verlässlichkeit bilden. Deswegen habe ich mich mit diesen Themen auch beschäftigt. So nebenbei scheint sich das so zu fügen. Das ist einfach so, dass es so passiert, würde ich mal sagen. Ich will euch jetzt nicht länger aufhalten. Die Sachen sind gesagt. Ich finde noch interessant zu erwähnen, diese Fahne. Gelb, die Veränderung, und Blau generell ist ein Symbol für den Himmel. Und wenn ich jetzt an Engel denke, also es scheint kurz gesagt eine Farbe zu sein, die man auch in Bezug zu den Engeln aufbringen könnte. Interessant ist ja, dass das korrespondiert mit der zweiten harmonischen Konvergenz, diese gesamte russische Episode seit 1990. Als hätte sich das so gefügt, als soll das hier ein Austragungsort sein, eines großen Kampfes noch zwischen Licht und Dunkelheit, ja, wenn ich es mir erlaube, prosaisch darüber zu reden.